Na, freut ihr euch auch schon so sehr auf Weihnachten wie ich? Wisst ihr, die Hälfte des Jahres ist schon lange rum. Wir gehen schon wieder steil auf Weihnachten zu. Kann ich mal so ein paar Hände sehen? Wer freut sich denn schon jetzt so auf Weihnachten? Ja, ein paar gibt's. Aber auch so einige Gesichter, die eher sagen, warum müssen wir jetzt über Weihnachten reden? Wisst ihr, ich habe die Weihnachtszeit schon immer sehr geliebt. Mit meiner Familie haben wir Weihnachten einfach richtig schön gefeiert. Das hat mir voll viel Spaß gemacht. Wir haben voll viel Zeit zusammen verbracht. Die Adventssonntage waren immer besonders. Es gab immer ein großes Kaffeetrinken. Es gab Leckereien, es gab warmen Kakao. Da haben wir uns immer drauf gefreut. Und auch mit meinen Geschwistern. Wir haben zusammen immer auf die Weihnachtsferien hingefiebert. Natürlich haben wir immer davon geträumt, vielleicht wird es dies Jahr schneien. Wir haben uns auf die Feiertage gefreut. Wir waren auch immer im Gottesdienst sehr involviert, waren immer viel bei Musik dabei, auch bei ein paar verschiedenen Gottesdiensten oft. Und das war alles irgendwie Teil dieses schönen Festes. Und das hat mir tief im Herzen einfach viel Freude gemacht. Und das habe ich so mit mir auch in die Zeit danach getragen. Danach, als ich 18 war, bin ich ausgezogen, habe mit einem Mitbewohner gewohnt, der hat Weihnachten noch mehr geliebt als ich. Bei uns gab es schon ab Mitte Oktober Weihnachtsmusik in der Wohnung. Und wir zwei Junggesellen haben die Wohnung dekoriert weihnachtlich. Es musste einen Tannenbaum geben und natürlich gab es eine legendäre Weihnachts-WG-Party bei uns, zu der jedes Jahr eingeladen wurde. Und tatsächlich tut mein Mitbewohner, damaliger Mitbewohner, die immer noch weiterführen. Jedes Jahr wird zu ihm eingeladen, jetzt mit Frau und Kind. Aber da freut sich auch schon immer jeder drauf. Weihnachten waren schon immer sehr, sehr wichtig. Und wisst ihr, wenn ich darüber rede, als ich jetzt auch die Woche darüber nachgedacht habe, ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die Weihnachtszeit, die kommt. Ich freue mich auch auf den Sommer und hoffentlich mal weniger Regen. Aber Weihnachten ist einfach was wirklich Schönes, was ich mit mir immer rumtrage. Und irgendwie so später in den Jahren, als ich älter und weiser wurde, haben Leute angefragt, mich zu fragen, warum ich mich eigentlich so sehr darauf freue. Gerade als ich dann auch in Kanada war, habe ich das da nochmal sehr oft erlebt, dass Leute einfach gestresst waren nur von der Weihnachtszeit. Und das hat mich immer traurig gemacht. Und die haben mich gefragt, warum freust du dich eigentlich so sehr darüber? Und da habe ich angefangen, mehr darüber nachzudenken. Und habe gemerkt, dass Gott diese meine Kindheitsjahre und Jahre als junger, sehr junger Erwachsener genutzt hat, um mir zu zeigen, was eigentlich wirklich wichtig an dem Weihnachtsfest ist. Und zwar durch diese Gemeinschaft, die ich erleben durfte, durch meine Familie und Freunde, hat er mir gezeigt, was wir wirklich feiern. Und das ist der Name Immanuel, Gott mit uns. Wir dürfen in Gemeinschaft mit Gott leben. Und diesen Namen Immanuel, den finden wir ja am Anfang vom Matthäus-Evangelium in der Weihnachtsgeschichte, die wir alle schon so oft gehört haben und sehr gut bekannt ist. Aber da kommt die nicht zum ersten Mal vor, sondern die kommt schon bei Jesaja vor, der da prophezeit, dass dieser Immanuel kommen wird. Und in dem Kontext da spricht Jesaja zum König Ahas. Und da in dem Kontext ist es ein Versprechen, Immanuel, Gott wird mit dir sein, Gott wird dein Land beschützen. Und dieses Mitsein Gottes, das Gott mit uns, das steht dafür, dass Gott in dem Kontext an Ahas Seite ist, dass er sein Land beschützt, dass er für ihn ist. Und dasselbe gilt auch für jeden von uns. Gott ist mit uns. Er ist auf deiner Seite. Er beschützt uns. Er ist für uns. Aber wenn wir hier schon jetzt so in der Weihnachtsgeschichte sehen wir das, aber natürlich nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, dass Gott bei uns ist und mit uns ist. Und wo wir gerade schon bei Namen sind, will ich mir noch einen anderen Namen angucken, den wir auch alle viel kennen, das ist Yahweh. Und die Geschichte kennen auch viele von uns. Mose begegnet Gott im brennenden Busch und Mose fragt Gott, wie heißt du, wie soll ich dem Volk sagen, wie wirst du genannt? Und Gott sagt ihm, Yahweh. Und das kann man verschieden übersetzen. Zum Beispiel das Ich bin, der ich bin, was wir viel kennen. Auch ein Ich war, ich werde immer sein. Oder einfach nur Ich bin da. In seinem Namen sagt Gott uns schon, dass er existiert, dass er anwesend ist, er ist gegenwärtig. Unser Gott ist kein ferner Gott. Er ist da. Und der Name Immanuel, den wir dann in der Weihnachtsgeschichte davon so viel kennen, der greift das wieder auf und geht noch einen Schritt weiter. Unser Gott ist nicht nur nicht ein ferner Gott, einer, der präsent ist und anwesend, sondern er ist bei uns. Er ist für uns.
Er will direkt an unserer Seite sein. Und das feiern wir immer wieder an Weihnachten. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns da nicht nur an Weihnachten dran erinnern, denn das zählt an jedem Tag in unserem Alltag. Gott ist bei uns. Die letzten Wochen hat Sascha ja mal wieder darüber geredet, dass wir stille Zeit mit Gott verbringen können. Er hat darüber geredet, Gottes Stimme zu hören. Und das alles ergibt ja nur Sinn auf der Basis, wenn wir daran glauben, dass Gott da ist, dass er bei uns ist. Und passend zu diesem Thema, das Sascha in seinen Predigten hatten, durfte ich vor 2 Wochen 4 Tage im Kloster Gnadental verbringen. Ich war in den letzten Wochen eigentlich sehr viel unterwegs, auf verschiedenen Fortbildungen, Jugendfreizeiten, Konferenzen, und ich wollte nicht schon wieder für ein Wochenende irgendwo hinfahren. Ich wollte eigentlich am liebsten einfach mal zu Hause bleiben. Aber letztendlich war ich sehr froh, dass ich da gewesen war. Das Kloster, das liegt in der Nähe von Frankfurt, in einer wunderschönen Hügellandschaft, kann man schöne Spaziergänge machen, es gibt schöne Ausblicke. Und in Gottes Gegenwart dort durfte ich einfach Zeit verbringen. Ich habe viel Zeit in der Stille dort verbracht und ich durfte mir seiner Gegenwart wirklich bewusst nochmal werden. Und etwas, was mich da sehr angesprochen hat in der Zeit, war ein Lied. Und das war das Lied, was wir gerade gesungen haben, das Lied Mittelpunkt. Und ehrlich gesagt mag ich dieses Lied eigentlich nicht so gerne. Irgendwie höre ich diesen Chorus nicht gerne. Irgendwas passt mir einfach nicht daran. Das wiederholt sich irgendwie immer wieder. Ich weiß auch nicht, ich habe es schon ganz, ganz viel gehört. Ist ja auch nicht mehr das Neueste. Aber die erste Strophe, als wir die dort gesungen hatten, damit hat Gott mich wirklich berührt und mich angesprochen. Ich habe hier nochmal den Text, genau. Sanftmütig führst du mich hin zu deinem Licht. Ich darf bei dir sein. Wir singen hier, dass Gott uns sanftmütig führt. Das sehen wir auch in der ganzen Geschichte von Israel, wenn wir uns das angucken, oder dann gerade noch an Jesus, wie er mit den Menschen umgeht, wie Emmanuel immer bei ihm ist. Und er selbst später im Matthäus-Evangelium sagt auch über sich: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bei diesem Gott, der das über sich sagt, mit dem möchte ich Zeit verbringen. Und von dem möchte ich auch geführt werden. Und dort im Kloster durfte ich Gottes Sanftmut nochmal ganz neu erleben. Dort durfte ich Ruhe finden in der Stille. Bei ihm kam wirklich meine Seele zur Ruhe. So schwer das am Anfang war, still zu sein. Und dann singen wir weiter: Gott führt uns zu seinem Licht. Er führt uns raus aus der Dunkelheit. In seinem Licht ist nur Wahrheit, da ist nur Gutes. Da dürfen wir selber sein, da werden wir ganz sichtbar. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken oder zu verstellen. Und das kann auch mal beängstigend sein, gerade wenn es irgendwie was gibt, worauf wir nicht so stolz sind, was wir lieber vergessen würden, wo wir nicht wollen, dass das ans Licht kommt. Aber genau dann dürfen wir uns wieder daran erinnern, dass unser Gott sanftmütig ist. Und dann kommt hier diese letzte Zeile, die hat mich am meisten getroffen, wo wir dann singen: Ich darf bei dir sein. Bei unserem sanftmütigen Gott dürfen wir sein. Dafür müssen wir keine Leistungen bringen. Alles, was im Weg sein könnte, hat Jesus sowieso am Kreuz schon auf sich genommen und den Weg frei gemacht. Vielleicht hast du in deinem Leben irgendwie eine Person, einen Partner, Geschwister, Eltern, Freundin, wo du dich so richtig wohlfühlst, mit denen du gerne Zeit verbringst, wo du dich schon voll drauf freust, wenn du die sehen darfst, bei denen du einfach sehr gerne bist. Oder vielleicht sehnst du dich wirklich danach, so eine Person in deinem Leben zu haben. Wir wissen, dass unser Gott so eine Person für uns sein möchte. Für jeden von uns. Und das Coole an ihm ist, er ist immer verfügbar. Wir müssen nicht erstmal in den Kalender gucken, wann er denn mal Zeit hat. Und bei ihm dürfen wir sein, denn er ist Immanuel. Gott ist mit uns und deshalb dürfen wir auch mit ihm sein. Heute habe ich jetzt am Anfang mal so ein bisschen hier diese Weihnachtsgeschichte rausgeholt, und weil ich irgendwie möchte, dass wir in unserem Alltag immer wieder diese Erinnerung haben. Wir brauchen diese Erinnerung, dass Gott bei uns ist, dass er für uns ist.
Meine Hoffnung ist, dass ihr euch irgendwie im Laufe der Woche an diesen Quatsch dran erinnert, dass ich hier weihnachtlich geschmückt habe. Und euch damit daran erinnert, dass Gott bei euch ist. Er ist da, er ist für euch. Und vielleicht wird in dieser Woche euch was Herausforderndes begegnen. Vielleicht tragt ihr das auch jetzt schon mit euch rum. Aber wie in Thorstens Geschichte vorhin, die er erzählt hat von dem Flugzeug, geht es nicht so darum, aus welchem Fenster wir gucken, ob es gerade mehr Herausforderungen gibt oder ob es gerade schöner ist, sondern es geht um die Richtung, in die das Flugzeug fliegt. Und solange das Flugzeug in die richtige Richtung fliegt, ist alles gut, solange es auf Gott zufliegt. Ich möchte uns alle ermutigen, diese Woche Zeit mit Gott zu verbringen. Macht euch dessen bewusst, dass er da ist und mit euch Zeit verbringen möchte. Das kann für uns alle sehr unterschiedlich aussehen. Und in den letzten Wochen hat Sascha da auch drüber geredet und das schon ausgeführt, was für Wege es da gibt in seinen Predigen. Aber diese Tage im Kloster, die haben mir nochmal neu bewusst gemacht, was für ein Geschenk das ist. Ich darf mit Gott sein. Jeder von uns darf bei Gott sein. Ich möchte euch einladen, dieses Geschenk einfach anzunehmen. Du darfst bei ihm sein. Denn bei ihm sein, das tut uns gut. Denn Gott führt uns aus der Dunkelheit in das Licht. Das Flugzeug fliegt Richtung Licht, wenn wir bei Gott sind. Die Band wird gleich ein Vortragslied für uns nochmal spielen. Und da haben wir einen Text, der dieses Geschenk nochmal aufnimmt, da nochmal drüber spricht. Und ich möchte euch einfach alle einladen, ein paar Minuten Zeit zu nehmen während dieses Liedes und bei Gott zu sein. Erzähl ihm vielleicht, was dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht achte auf den Text vom Lied, hör dazu, vielleicht spricht Gott zu dir durch diesen Text. Oder sei einfach still, hör vielleicht einfach hin. Genieße es, dass du bei Gott sein darfst. Amen.